aufgelöst in Luft. Die amerikanischen, russischen, chinesischen Nachrichten sind aus dem prallen Leben. Trump baut eine Mauer aus Stahl und Beton, die Chinesen fliegen zu den Sternen, der russische Präsident hat aus Spaß eigenhändig die Zarenkanone in St. Petersburg abgefeuert. In Deutschland entstehen Nachrichten, die das Land bewegen, an den Bildschirmen, nicht auf den Straßen. Hackerangriffe, Diebstahl von sensiblen Daten, Politiker, die ihre Teilnahme an den sozialen Netzwerken verweigern. Mich beunruhigt, dass unsere Zivilisation doch sehr zart geworden ist. Wenn die Energiequellen erschöpft sind, wird ein Großteil der auf Computern gespeicherten Informationen verloren gehen. Wo werden dann unsere sensiblen Daten landen? Sie lösen sich in Luft auf. Wir bewegen uns auf sehr dünnem Eis. Wir haben aktuell keine Pyramiden vorzuweisen, keine neuen barocken Schlösser und keine Riesenkanonen. Alles, was wir haben, sind Smartphones, Autos und Marzipan. Was bleibt, wenn der Strom ausfällt? Welche Steine werden die Menschen bewundern, die nach uns kommen? Dominosteine? Wir entwickeln uns mit der Wissenschaft zwar mit, doch bestimmte Eigenschaften unseres Hirnes gehen dabei verloren. Unser Gedächtnis, das einst imstande war, sich lange Texte zu merken, wird durch das elektronische Gedächtnis ersetzt. Bereits heute kennen viele junge Menschen keine Multiplikationstabelle mehr. Ich frage mich manchmal, wenn heute in der Kaufhalle der Computer ausfällt, können die Kassierer dann noch die Preise zusammenrechnen?